Jo Leute, es geht natürlich immer noch weiter mit meinem Pikmin 2 Let's Play und in diesem Part ist es endlich soweit. Wir besuchen das vierte und letzte Gebiet des Spiels, das Land der Verheißung. Ihr seht schon, es gibt 5 Schätze über der Erde und noch 3 uns völlig unbekannte Höhlen mit jeder Menge Gegnern, gefährlichen Bossen und noch jeder Menge neuen Schätzen. Diese ganzen Schätze will ich natürlich alle auch noch haben, also bitte landen. Land der Verheißung. Ja, und ihr seht schon, im Land der Verheißung ist natürlich Herbst, weil das ist die einzige Jahreszeit, die wir bisher noch nicht zu Gesicht bekamen. Und ich muss mich eh gleich beeilen. Ich werde jetzt erstmal gucken. Ja, ich rufe mir erstmal Rote raus. Ich mache erstmal alle Gegner so platt, wie es nur geht. Also, dass das wirklich schnell geht. Weil es geht mir gleich mal darum, den allerwertvollsten und auch gleichzeitig im allerschwersten Schatz. Ach du meine Güte, jetzt ist hier so ein Vieh auch noch. Wo kommst denn du her? So, mach erstmal die Viecher hier fertig. Die kleinen hier. So. Das ist hier echt noch so ein blöder Rumballer da. Ein Ballermann. Hm? Guckt euch mal den Ballermann an, hier, diesen Trotter. So, und tot. So, und ganz wichtig, den bitte wegtransportieren, bevor er sich wiederbelebt, ist eh wichtig. Eh logisch. Und zwar ist das da, dieser Schatz, der so extrem schwer ist. Das ist nämlich eine Hantel. Und seht mal, wie viel die wiegt. 1000! Die wiegt 1000! Da würde man 1000 Pikmin brauchen. Man kann aber eben maximal nur 100 Pikmin zur selben Zeit auf der Oberwelt haben. Und genau aus diesem Grund braucht man 100 lila Pikmin. So. Das ist der Grund, warum ich eben am Ende des letzten Parts dann noch zweimal in das mysteriöse Gebiet gegangen bin. Also in die Höhle im friedvollen Tal, um mir dort noch mehr lila Pikmin zu holen. So, jetzt muss ich jetzt eben wieder alle roten Pikmin reinschicken. So. Alle wieder rein, weil ich brauche eben genau 100 lila Pikmin. So. Die rufe ich mir jetzt alle raus. Ey, das ist so krass. Das nenne ich jetzt mal eine richtig fette Armee. Zum Glück haben die alle eine Blume. Okay, fast alle. Doch nicht alle. Einige haben leider ein Blatt, aber macht nichts. Die werden sich jetzt natürlich die Hantel schnappen. Es wird aber trotzdem einige Zeit dauern. Ja, sag mal, geht's noch? Die machen nicht irre. Warum müssen die hier immer so einen Blödsinn machen? So, alle bitte ran. Ja, seht ihr, weil nur die sind ja stark genug, um das auch zu tragen. So, alle bitte. Alle ran. So, mal los. Und hau. Uck. So, lila Pikmin sind ja leider nicht die schnellsten, ihr seht ja wie langsam das geht, obwohl sie größtenteils eine Blume haben. Also es wird in etwa ein Viertel des Tages dauern, bis sie es geschafft haben, die Hantel zum Schiff zu bringen. Aber wie gesagt, das ist der schwerste Schatz im ganzen Spiel und aber auch gleichzeitig der wertvollste. Ich glaube, der war 3000 Pokus wert. Aber ist schon krank, oder? Dass das so ein extrem schweres Ding ist, also da steht sogar 1K drauf, also 1 Kilo. Man braucht 1000 lila Pikmin, um 1 Kilo hochzuheben, oder irgendwie so 1000, ich meine 1000 Pikmin an sich, um 1 Kilo zu heben, naja. Ja, seht ihr, also sie kommen langsam vor, aber sie müssen es halt hier mal herbringen, aber dann wäre das schon mal geschafft, weil das benötigt eh die meiste Zeit. Ansonsten haben wir zum Glück gleich hier die erste Höhle von diesem Gebiet. Da werden wir gleich mal hingehen. Moment. Dies ist die bisher furchterregendste Spalte, auf die wir gestoßen sind. Die Daten sind geradezu erschreckend. Courage ist eine Sache. Leichtsinn hingegen ist etwas völlig anderes. Vielleicht sollten wir umkehren.
Sollten Sie trotzdem eintreten wollen, halten Sie Mut und Verstand zusammen. Konzentrieren Sie sich auf das Überleben. Ja, das heißt nichts Gutes. Das hier ist nämlich die Chaos-Kaverne. Natürlich logischerweise mit Feuer, Wasser, Elektrizität und Gift, allen vier Elementargefahren und 17 Schätzen. Also, ja, der Name ist Programm Chaos-Kaverne. Die erste Höhle, die werde ich auch als erstes hier machen. Die anderen beiden liegen nämlich sowieso etwas weiter hinten. Wir können uns hier trotzdem noch umgucken, während die das hier wegtransportieren. Was haben wir hier sonst noch? Ja, hier ist so ein Brummi. Die drei kleinen Scheißerchen, dann, wir sehen schon, hier müssen wir eine Brücke bauen mit blauen Pikmin. Dann brauchen wir hier aber weiße Pikmin, um dieses Gift wegzubekommen, das Tor zu öffnen. Dann haben wir hier einen blöden Frosch, zwei schlafende Punktbären. Hier hinten ist dann die nächste Höhle, aber auch wieder hier, auch von der Seite von Gift umgeben. Ein Blasebalgvieh, diese Viecher gibt's hier. Also, hier ist einiges los. Hier werden wir noch einige Tage, beziehungsweise im Let's Play technisch gesehen noch einige Parts verbringen. Aber gut, das soll mich ja nicht stören. Und wisst ihr übrigens, dass auch dieses Gebiet hier wieder ein wenig an ein Gebiet aus dem ersten Pikmin-Teil angelehnt ist, weil das soll eigentlich die Absturzstelle sein. Also da, wo Olimar damals in Pikmin 1 abgestürzt ist mit seinem Raumschiff, mit der Dolphin, das soll die Absturzstelle sein. Zumindest vom Layout her kommt das in etwa hin. Es hat sich natürlich verändert und das Gebiet ist natürlich auch deutlich größer, aber das ist so wie mit der mythischen Quelle, aber... So, na, seht ihr, wie langsam die sind, aber sie schaffen es. Los, ihr schafft es, ihr schafft es, ihr schafft es. Los, 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 schneller, schneller, schneller. Kommt schon. Ja, und... Endlich. Zack, boom. Und seht ihr, 3000 Pokus wert. Name Höllenmaschine. Der allerschwerste und allerwertvollste Schatz gleichzeitig. 3000 Pokus. So, bedeutet aber, dass es immer noch vier weitere Oberweltschätze gibt, wie wir wissen. So, die Lilanen rufe ich jetzt am besten alle wieder hinein. So, alle wieder rein. Die brauche ich nicht mehr länger. Also nicht mehr so wirklich jedenfalls. Gut, als nächstes blaue und weiße Picken. Gut, weiße Picken brauche ich jetzt auch einige. Werde ich mir auch welche rausrufen. So, wie wär's mit allen? Alle 50? Nee, komm, 30 sollten reichen. 30 weiße Pikmin. So, 30 weiße. Dann noch 60 blaue. 60 blaue. Oder, nee Gott, so viele brauche ich auch wieder. 50 blaue reichen. So, 50 blaue. Und der Rest rote. Gelbe brauche ich dabei einmal nicht. Ich glaube, es gab zwar da hinten irgendwann einen Elektrozaun, aber ich möchte mich erstmal darum kümmern, die Brücke dort zu bauen. Weil das hält mich eh auch wieder ein Weilchen auf Trab. So, vorher vielleicht doch lieber die Gegner besiegen. So, die roten bitte. So, ja, oder kümmern wir uns erstmal um dieses Scheißvieh hier. Diesen Pikmin-Stibitzer, Einpflanzer, Trotter hier. So, töten und... Das war's schon mal für ihn. Tja. So. Ja, meinetwegen transportiert die weg, ist mir auch egal. Wie gesagt, nur die roten bitte, weil das ist jetzt hier meine Angriffstruppe. So. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich wieder ein Fiebers Felsenspuck, die uns verfolgen, oder? Ja, tatsächlich. Wartet mal, dann... Und... Ahahaha, was für ein Trottelvieh. Und tot. Super. So, der halbe Tag ist schon vorbei, aber das ist mir egal. So. Gut. Alle herkommen, alle herkommen. Da hinten auch bitte, alle. Es müssen alle mithelfen. Na, musikmäßig ist es auch ganz okay hier. So, okay, wartet, ich teile mal die Gruppe hier auf. So, nur die Blauen kommen jetzt bitte mit mir mit. So, 50 Blaue. Gut, meinetwegen kümmern wir uns mit denen um die kleinen Viecher hier. Die sind ja eh nicht so stark. Bitte nicht fressen lassen, wenn möglich. Danke.
So. Okay. So. Gut. Den Frosch muss ich noch besiegen, weil der stört. Der würde den Brückenbau vielleicht sogar behindern. So fies und gemein, wie er ist. So. So. Na, komm doch. Spring. Schön daneben. Genau. Auf ihn. Und töten. Ja, super. So. Gut. Oh, jetzt ist hier auch noch so ein Vieh. Und auch noch ein Feuerrüsselviech. Das auch noch. Tötet erstmal dieses Vieh. Super. Jawohl. So. 46? Hat das 4 Pikmin gefressen? Nee, Quatsch. Da wollten welche das aufheben. Oh ja, 3 Pikmin hat es gefressen. Dieses Arschvieh. So, ist mir egal, ob du hier Feuer spuckst oder nicht. Du wirst sterben. Du hast doch keine Chance. Also stirb. Jawohl. So, jetzt sind endlich mal alle Gegner hier in der nächsten Umgebung weg. Das heißt, dem Brückenbau steht nichts mehr im Wege. Also bitte. So, das wird jetzt eh eine Weile dauern, weil die Brücke ist jetzt ziemlich lang. Die muss von hier bis nach dort. Aber wenn so viele Pikmin dran arbeiten, müsste es eigentlich eh relativ rasch gehen. So. Gut, wie gesagt, wenn ich dann das gemacht habe, dann werde ich noch schauen, dass ich mit den weißen Pikmin das Gift hier wegmache. Die Viecher hier hinten, ja, können wir besiegen, dann sind sie vielleicht später dann auch nicht mehr da. Also für eine Weile. So, ja, wie gesagt, das dauert doch relativ lange. Ja, hier müssen wir erstmal Vorarbeit leisten. Wir waren ja noch nie hier, deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir alle Hindernisse wegmachen. So mache ich das jedenfalls. Erstmal Gegner besiegen, die im Weg sind, und dann schauen, was wir mit den Pikmin alles an Hindernissen beseitigen können. Eben Brücken bauen, Gift zerstören, Tore öffnen, alles das eben. Und wenigstens habe ich schon mal den allerersten und gleichzeitig schwersten Schatz. Der ist also schon mal unser. So. Na, wird's bald. Seid ihr dann mal fertig, bitte. Hopp, 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 hopp. Na, hier immer noch nicht ganz. Der Tag ist nämlich eh schon wieder fast vorbei. So, komm, ein Stückchen noch. Dann habt ihr es aber wirklich geschafft. Ja, endlich. Danke. So, ihr bleibt mal hier. So, wo sind die anderen? Die sind hier drüben. So, nur die Weißen. Das sind jetzt zum Glück eh 30 weiße Pikmin. Das ist gut. So, schön vorsichtig über die Brücke. Und dann ran an dieses Tor hier, bitte. So. Das Blöde ist halt, wir können die Giftdrüsen nicht so direkt zerstören, weil die direkt im Tor irgendwie so drin sitzen. Also muss ich jetzt erstmal warten, bis die das hier kaputt machen. So, mit den anderen Pikmin kann ich jetzt nicht wirklich mehr was machen. Die blauen... Ist hier hinten ein Schatz irgendwo? Nee. Und es gibt ja noch 4 Oberweltschätze, aber hier hinten... Nee, das ist jetzt auch egal. Nee, dann muss ich halt warten. Dann bleibt Oli mal hier und... Zazu! Nimmt sich die anderen Pikmin wieder mit. So, hier die blauen. Die können ja meinetwegen die Gegner abtransportieren. Dann kriege ich noch ein paar mehr Pikmin dazu. So... Roten können das auch machen, meinetwegen. Hier sind noch ein paar Eierchen. Nektar. So. Trinken, trinken. Gut, also ihr seht schon, so viel kann ich jetzt leider am ersten Tag auch noch nicht machen. Aber ein bisschen was habe ich schon gemacht, ne? Ersten schwersten Schatz gefunden. Brücke gebaut und das giftige Tor wird hoffentlich auch noch heute offen sein. Ich hoffe es zumindest. Ja, und ich glaube, so schnell gehe ich hier noch nicht in die Chaos-Kaverne. Ich möchte wirklich erstmal auf der Oberwelt alles erledigen, bevor wir dann da reingehen. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, wer war da unten nochmal der Boss? Naja, werden wir schon noch erfahren. So, bringt das mal alles schön hier rüber. Jawohl. Ihr seid die Besten. Oh mein Gott, die Sonne geht schon unter. Beilung, Beilung. So. Na, immer mehr Pikmin dazu. Das ist gut. Ja, jetzt haben wir insgesamt schon über 400 Pikmin. Genau.
404. So, ja gut, dann Herr El Presidente, bitte die roten Pikmin reinschicken. Die blauen ebenfalls. So, 99 blaue Pikmin ist auch schön. So, und dann wechseln wir zurück zu Olimar. So, na, wie sehen wir aus? Es ist fast geschafft. Ja, es ist geschafft, so. Super! Ich habe es doch noch an diesem Tag geschafft, dass zumindest das hier mal offen ist. Und ja, das war's dann auch schon wieder für diesen Tag. Für diesen Part? Nee, oder? Vielleicht mache ich doch noch ein bisschen was. Schauen wir mal. So. Und... 0. Wie der Präsident so haben, so, krieg fast keine Luft hier, ich bin ja so dick. So. Und dann. Wow, na klar, der will uns abballern. Kannst du voll vergessen. Tschüss. Und wieder mal ein Tagesbericht. So, ein einziger Schatz, die Höllenmaschine, 3000 Pokus wert, wie gesagt, der wertvollste und gleichzeitig der schwerste Schatz, den haben wir wenigstens schon mal sicher. So, Pikmin-Population ist natürlich gestiegen, die roten sind mehr geworden und die blauen sind mehr geworden. Gut, dann werde ich vielleicht gucken, ob ich vielleicht auch die gelben noch ein bisschen vermehren kann. So, wer schreibt uns dieses Mal? Wer ist das denn? Spam? Ich bin so einsam. Ich möchte mich mit jemandem wie dir treffen. Kontaktiere mich unter http://pikmin2.nintendo.de. Was ist das denn hier? Wer ist das denn? Den kenne ich nicht. Das ist auch voll komisch. Manchmal kriegen wir sogar solche Mails jetzt mittlerweile. Okay. So. Zack, bumm. Haben wir jetzt wieder irgendwelche Schätze komplettiert, also irgendwelche Serien? Ah, ja gut, Chaos-Kabine ist jetzt hier eh zu sehen, ist eh klar. So, haben wir wieder eine Serie komplett? Nee, aber hier haben wir wie gesagt jetzt die Höllenmaschine. Wert als Schatz 3000, Gewicht 1000. Verblüffende Mysterien werden oft auf unerwartete Weise entschleiert. Als ich heute diesen Gegenstand untersuchte, musste ich über seine ungeheure Masse staunen. Er war so schwer. Ohne meine stämmigen lila Pikmin hätte ich ihn nicht bewegen können. Eine spätere Analyse ergab, dass es sich bei diesem Ding tatsächlich um schwere Artillerie handelt. Also wenn du das auf irgendwelche Gegner wüsste, ich glaube, die sind auch sofort tot und platt. So. Und ah, seht mal hier, diese Pflanze hat mir noch gefehlt. Der Wiesenfuchsschwanz. Wiesenfuchsschwanz, Vulpes cauda, Familie Fuchsschwanz. Diese Pflanze bleibt selbst dann noch aufrecht stehen, nachdem sie verwelkt ist und ihre Farbe verloren hat. Daher bleibt nur eine Hypothese aufzustellen, welche Farbe sie tatsächlich schmückte. Analysen des Erdreichs weisen auf ruhende Samen hin. Daher ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass dieser Bereich während des Sommers dicht mit diesen Pflanzen bedeckt war. So, und was will Louis aus diesem Ding machen? Nicht essbar. Quält Opfer durch starke lähmende Krämpfe. Oh, das tut mir aber nicht leid. Ist wohl auch besser so. Also ihr seht, jetzt habe ich eigentlich schon alles in der Piklopädie, abgesehen von den Bossen. Also hier, alle Standardgegner. Alle Blumenarten, also hier die ganzen Pflanzen. Lapis Lazuli Königinblume, Purpur Königinblume, Goldene Königinblume, Violette Königinblume, Elfenbein Königinblume. Und die Kaiserinblume. Und hier eben noch die ganzen anderen Sachen. Hier so Knopfprimel, gemeines Glühkäppchen, Klee, Braunwurz, Löwenzahn, Pusteblume, Schachtelhalm, Wiesenfuchsschwanz, Glühstängel, Arnika, Geigenhals und Sprossen. Von den Bossen halt bisher Fürstin-Knollenauge, gemeiner Schnapper, Perliges Langbein, Fürstknollenauge, Riesensaprophag, Bauchigen Schnapper, der Weberbauer, der eklige Blaseballknaller und der das hundsgemeine Wassergespenst. Fehlen also noch die Bosse Nummer 79, 80 und 81. Eben für die drei Höhlen, also das sollte eigentlich klar sein. Okay, gut Leute, ich
hab's mir anders überlegt, ich mach doch lieber schon Schluss. Ich möchte nicht immer so überlange Parts machen. Der letzte war ja schon wieder in meinen Augen etwas zu lang. Aber keine Sorge. Im nächsten Part geht's wieder zurück ins Land der Verheißung. Und wie gesagt, bevor ich in die Chaoskaverne reingehe, kümmere ich mich erst noch um weitere Oberweltschätze und dann gucke ich noch, dass ich noch mehr Hindernisse beseitige. Da war ja weiter hinten noch ein anderes Tor von Gift umgeben, das möchte ich auch gerne öffnen und die Giftdrüsen zerstören und dann bilde ich mir ein, dass es wirklich noch etwas weiter hinten woanders noch einen Elektrozaun gab. Den werde ich dann auch noch mit gelben Pikmin einreißen und ja, alles weitere erfahrt ihr dann im nächsten Part. Also, wieder einmal vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao!